Tachchen, ihr Lieben. Guten Morgen. Oh Gott, wenn mich jemand so wecken würde. Guten Morgen. Oh, meine Mama hat mich immer so geweckt. Und dann verlangt, dass ich wach werde und mir immer über den Kopf gestreichelt. Das habe ich ihr Leben lang immer vorgehalten. Wie sollte ich denn da aufstehen? Aber so sanft immer. Ich habe ein Herzchen für euch mitgebracht. Wir haben gestern Plätzchen gemacht. Guckt euch das an. Symbolisch für euch. Weil ich weiß, dass es viele, 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 ich fühle es, weil ich weiß, dass wirklich sehr, sehr viele gerne geschrieben haben. Und ein Verbindungsherzchen. Wie gesagt, das wird nicht für ewig sein, aber es tut mir sehr, sehr gut, meinen Urlaub hier in virtueller Form zu machen, wieder zu mir zu finden. Also ich bin ja nicht weg oder bin ja irgendwie bekloppt geworden. Aber mich einfach persönlich nicht so stark drauf einzulassen. Gerade jetzt zu der Zeit, die einfach auch friedlich sein soll. Hey, Mäuschen, du sollst doch scheinen, ne? Und ihr versteht das bestimmt. Vielleicht kriegen sich auch die anderen wieder ein, die völlig durchgedreht sind in ihrem Wahn der Ego-Schiene und Würde und wie auch immer. Und ja, das Herzchen stellvertretend. Ihr Lieben, verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt natürlich hier immer wieder an euren Impulsen. Das ist mir wichtig. Das bringt den Gang vorwärts. Wir wollen hier keinen Rückwärtsgang einlegen. Mal gucken, was die Engelbotschaft heute für Freitag dir mitteilt. Ob du da auch so fühlst oder ob du sagst, okay, dann glaube ich mal den Engelchen heute. Was willst du denn wirklich? Na, ist ja mal wieder eine Prüfung fürs Wochenende. Für dich selbst, was willst du denn wirklich? Worum geht es dir denn wirklich? Vielleicht auch an alle, die sich selbst in den Kommentaren oftmals verloren haben. Nicht die, die ihr lieb geschrieben habt, ja? Ihr wart auch großartige Hilfen für andere, fand ich immer sehr schön zu lesen. Das war das Positive, wenn ihr euch gegenseitig da unterstützt habt und euch unterhalten habt, supportet habt. Was willst du eigentlich wirklich in deiner Energie, die mit Frust gefüllt war, mit Enttäuschung, mit Erwartung? Hat es dir auch in den Kommentaren jetzt was gebracht, dass du dich freischreiben konntest? Ist das, was du, wo du drin sitzt, eigentlich jetzt schon besser geworden, auch wenn du sehr krawallartig geschrieben hast? Worum geht es wirklich? Und bei jedem anderen, wo willst du hin? Was willst du wirklich, ja? Was willst du dieses Jahr vielleicht noch auf deiner To-Do-Liste abstreichen? Ich finde immer so, gerade dann ist dieses Ende für den neuen Anfang sehr, sehr wichtig, weil das nochmal so pusht, ja. Wir sagen zwar immer, Zeit ist nur eine Angabe, Zeit fließt, aber irgendwo ist es trotzdem sehr wichtig, Entscheidungen zu treffen, weil man weiß, symbolisch fängt das neue Jahr an. Wir stehen kurz davor, es hört sich immer sehr weit entfernt an, aber symbolisch stehen wir kurz davor, eine neue Phase zu erleben. Und viele verändern auch da wirklich, hören auf mit Rauchen, nehmen sich was anderes vor, arbeiten an sich selbst, beginnen irgendwas, ja. Das ist immer so dieser Restposten vom letzten Jahr. Jetzt erlaube ich mir nochmal, oder bevor ich eine Detox-Kur starte oder bevor ich anfange abzunehmen oder bevor ich anfange zuzunehmen, ja, probiere ich auch schon seit Jahren. Es funktioniert nicht. Wo kommt denn der Dialekt her? Wer bin ich denn jetzt? Hallo? Aber sowas alles, ja, das ist immer so die Vorbereitung. Jetzt darf ich noch. Aber ab nächsten Jahr wird alles anders. Ich wünsche es jedem, solange es für euch sehr positiv ist. So, jetzt gucken wir erstmal in dein Köpfchen hier. Emotional in die Tagesbotschaft rein. Es muss natürlich auch so ein kleines bisschen sehr stark resonieren. Ich würde ja hier nichts einreden, indem du hier eine Botschaft anguckst, wenn du dir sagst, nee, ist überhaupt nicht meins. Dann lass es dir von mir auch nicht hier einreden. Ja, da habt ihr immer noch die Verantwortung, sofort abzuschalten. Huh. Oh. Was war das denn? Die Frage gibt es eigentlich gar nicht mehr, weil du schon Bescheid weißt, ja? Die wurde ja richtig weggedonnert von drei folgenden Karten. Oha, du bist startklar. Ich sag's dir. Ach, Herr Jemine.
Oh, das ist schön. Kriege ich voll Gänsehaut. Wir haben hier die Wege. Wir haben die Störche gleich hinterher. Du kennst deinen Weg. Du weißt, was du wirklich willst. Es hier liegt hier schon voll. Und Hauptsache mit Herz. Nicht mehr mit Hass, nicht mehr mit Groll, nicht mehr mit Schwierigkeiten. Hauptsache dein Herz führt dich. Und Hauptsache es fühlt sich schön an. Du kannst das fühlen. Der nächste Weg. Die Wege, was willst du wirklich? Deswegen wurde das wahrscheinlich so weggedonnert. Du brauchst dir die Frage nicht mehr stellen. Du weißt es ganz genau, was du wirklich möchtest. Und du stehst jetzt kurz bevor. Das ist schön, weil die Störche hatten wir gestern oder vorgestern. Du machst dich startklar, ja? Ab jetzt ein bisschen verspätet, wenn wir ehrlich sind. Die Störche sind schon längst unterwegs. Tschüss. Aber immerhin, ja? Du bist ein Nachflieger. Du wartest jetzt hier wirklich ab. Du fliegst jetzt hinterher diesem Weg. Du weißt, was du wirklich willst und startest in das Land, wo es von der Wärme her wirklich auch nur Wärme gibt, ja? Und das möchtest du fühlen. Du hast es hier satt, dich mit kühler Luft zu umgeben, mit kühlen Energien, mit kalten Energien, die du vielleicht auch liebst oder auch magst. Es ist ja Freundschaft, Familie oder Liebe oder zu einem Beruf. Dein Herz schlägt für was? Aber du folgst hier deinem Herzen, ja? Du folgst hier sozusagen dem Weg, der für dein Herz gut ist. Nicht mehr unbedingt, ich muss das noch auf Teufel komm raus machen. Ich muss dahin, ja? Das ist schön. Also die Frage, wenn du hier resonierst, die gibt es gar nicht, ja? Du weißt schon, was du willst. Du hast wahrscheinlich sehr doll deinen Kopf geprüft, ja? Du hast geprüft, wie lange hältst du hier was durch? Ab wann macht's Klick? Ab wann kannst du den Schalter hier umlegen? Und die Bestätigung, dass die Karte hier so wegflog, das geht nicht mehr um die Frage, was willst du wirklich? Wir haben den Park im Herzen. Auch so schön mit dem Weihnachtsmarkt, das ist so passend, ja. Du willst einfach wieder unter Menschen, du willst Menschen kennenlernen, du willst dich mit Menschen umgeben, die sich auf dich einlassen und nicht mehr dich zum Einsiedler machen. Also den Eremiten kann man alleine spielen, wenn man möchte, ja. Wenn man Pause braucht, dann kann man sich selbst zurückziehen. Dafür braucht man niemanden, der einem sagt, zieh dich mal zurück. Du hast dich zurückzuziehen, mach mal das, ja. Ich brauche dich gerade nicht. So ein Gefühl ist das ja oftmals für euch. Oder lass mich mal jetzt erstmal nachdenken. Aber das ist so auch vielleicht für dich oder für deinen Gegenüberliegenden. Was willst du hier eigentlich wirklich? Und die Frage stellt sich dir gar nicht mehr. Du hast es irgendwie gezeigt bekommen. Und wenn es nur für dich alleine gilt, ist es dein Gefühl. Du weißt, was du wirklich willst. Wir haben hier eine Verbindung. Der Ring, ja? In der emotionalen. Der Park, der Ring. Die Verbindung zu anderen Menschen. Neue Verbindung aufbauen. Und hier weiß auch dein Herz, es geht hier wirklich tatsächlich um deinen Kopf. Dein Kopf hat dich hier etwas manipulieren lassen, steht auch hier hinten in der dritten Stelle oder an der dritten Stelle. Die Verbindung zwischen Kopfstrategie und Herz ist hier eins oder kommt in Fluss. Du weißt ganz genau, dein Herz funktioniert jetzt wieder mit dem Kopf. Dein Herz fühlt die Gedanken. Dein Herz ordnet hier deine Pläne, ja, und die Pläne machst du aus reinem Herzen, so wie wir es oben hatten. Der Ring gibt dir hier die Verbindung vor, dich wieder rauszutrauen, dich zu zeigen, egal ob jetzt symbolisch irgendwo Dates anstehen, aber du hast hier irgendwie diese intensive Lust vom Gefühl her, ich bin mir hier was wert und ich schließe mich nicht weg, ich darf mich zeigen, weil ich schön oder gut bin, wie ich bin. Es gibt hier noch andere Möglichkeiten, Verbindungen zu erleben oder auch Verbindungen, die unverpflichtend sind, ja, oder nicht verpflichtend sind. Du gehst hier eine Reise ein, die dich auf neue, ja, die dich dahin bringen, wo du wirklich Wärme oder auch mal wieder diese Schönheit sehen darfst von mehreren Dingen, nicht nur von dir selbst, ja, von mehreren Dingen. Aber du weißt, dafür musst du Mut haben, um hier rauszugehen, ja. Vielleicht sind das auch Ablenkungen, die bevorstehen, die du jetzt angehst, weil du für dich selbst weißt und fühlst, das ist der bessere Weg für dich, statt auf die Zeit zu verzichten, ja? Du hast sie viel zu viel schon nicht wahrgenommen, nicht wahrnehmen können.
den Spaß verloren an gewissen Sachen. Du möchtest einfach wieder die Anbindung mit Herzen zu dir bekommen. Du wünschst dir einfach auch diese Prozesse wieder, wo du Spaß hast, wo du fühlst, ja, wo du das Schöne fühlst. Es ist genug mit diesem Schmerz. Die Wege führen dich allerdings wirklich in die Öffentlichkeit rein. Da, wo du dich startklar machst mit den Störchen, liegt auch eine Verbindung. Ja, es wartet hier eine Verbindung. Hier wird irgendwas auf Haltbarkeit auf langer Sicht kommen, wenn du diesen Start wirklich durchziehst mit dem, was du willst. Und das Herz ist, also wie gesagt, mit dem Fuchs, ist mit einer gewissen Strategie verbunden. Du bist hier schlauer, du bist aus etwas schlauer geworden, du wirst schlauer, wenn du diesen Weg hier machst, ja. Wir gucken mal in der Tendenz und mit dem Wunsch. Da haben wir den Brief. Du wirst hier eine Benachrichtigung bekommen. Es können auch Einstellungen sein, es können Bewerbungen betreffen, es können aber auch Nachrichten von diesem Menschen sein, wo du das gerne hättest, den du hier triffst, ja. Hier wird sich ein Kontakt einstellen. Hier kommen Kontakte zustande in nächster Zeit. Weil du heraustrittst, weil du dich wieder zeigst. Hier wird etwas Schönes kommen, ja. Die Benachrichtigung, die Mitteilung, vielleicht sind es auch Informationen, die du hörst. Wir gucken mal bei der Storchring-Energie. Deine Verbindung, deine Verbindung suchen für was? Was stellt sich hier dann ein? Für was ist das nötig, loszustarten? Den Weg auf dich zu nehmen. Du weißt vielleicht auch gar nicht, wo du landest, ja? Aber du willst erstmal weg, eine Unternehmung. Du willst aus dieser Energie raus, die dir hier Kälte bringt als Storch, ja? Alles, nur nicht Kälte. Ich bleibe da, wo es warm ist für mein Herz. Ich bleibe da, wo ich weiß, vom Fuchsdenken her, ich bin schlau, ja? Ich setze jetzt wieder meinen Kopf ein. Ich muss handeln. Oh, die Lilien mit der Verbindung und den Störchen. Du gehst wirklich dahin, wo es warm ist, ja? Ein Kribbeln könnte sich hier einstellen, eine euphorische Energie, ein neues Gefühl von, was du vielleicht jetzt noch gar nicht im Kopf hast, da beginnt was, ja? Da ist dieses Kribbeln, da ist dieses Neue, die Faszination von, je nachdem, für was ihr guckt. Hier gibt es eine Verbindung. Wenn du endlich verstehst, du musst aus der kalten Zone raus, aus diesem Kalten, ja, aus diesem Erstarrten, aus diesem Grauen, wird es hier für dich diese Lilien geben, die für dich blühen. Wir wissen, alle Lilien duften. Es gibt Menschen, die können diesen Duft gar nicht ertragen, die kriegen Kopfschmerzen. Und es gibt Menschen, die wollen Lilie im Parfüm, die wollen es als Duft, weil das eben sehr euphorisierend ist, ja, oder aphrodisierend. Es stellt sich hier eine Energie ein, die gut duftet, die aber wirklich Schönheit mitbringt, ja, Schönheit. Wir gehen jetzt mal nicht vom Sexuellen aus, aber natürlich könnte sich auch durch deine Strecke etwas Neues, was ganz Fantastisches anbahnen, ja. Weil wir kriegen hier die Nachricht, wenn wir ganz nach unten gucken, ohne Verbindung, dann die Lilien. Und der Weg, die Verbindung mit den Lilien, zu den Lilien, ja. Es könnte auch sein, dass du dich durch diesen Weg noch attraktiver findest als je zuvor, ja. Dass du daraus auch Angebote bekommst, Angebote ziehst, wo dir deine Schönheit auch wieder gezeigt wird, die du die ganze Zeit schon vergessen hast, ja. Das kann auch sein, dass man hier wieder durch dein Handeln, was willst du wirklich, bei dir wieder sehen darf, für was du alles fähig bist, was in dir steckt, dieses Schöne. Auch dieses Weiche zuzulassen, dich nicht mehr so zu wehren, sondern wirklich dich zu öffnen, ja, in der Blüte sozusagen deines Lebens befindest. Das könnte wirklich eine richtig schöne Hochzeit werden. Und wir haben den Anker, na, ich werde doch fett. Also pass auf. Für dich in der heutigen Botschaft, das Herz, es ist einfach, ich kriege die Karte nicht hoch, es ist wirklich in der Verbindung mit dem Herz, dem Fuchs untereinander und dem Anker. Nur mit Kopf und Herz
wirst du deine Sicherheit hier bekommen. Das heißt, du hast dich in den letzten Jahren, Monaten wahrscheinlich zu viel nur auf dein Herz konzentriert. Der Kopf wurde vergessen, ja, die Schallplatte wurde nicht mehr benutzt, die war oder wurde general überholt. Der Kopf, der Fuchs sozusagen, diese Strategie, dieses Schlaue, dieses Beobachten, vorausschauend, ja, auch vorausschauend schon gucken, komme ich so ran, wenn ich das so und so mache, stellt sich hier mit der Verbindung und dem Herzen ein, ja. Du musst das Herz, du musst das Gefühl zu dem bekommen, was dein Kopf gerne möchte, ja. Ego und Gefühl wieder zusammenbekommen, vielleicht auch Persönlichkeitsverletzungen mal sein lassen und im Kopf verstehen, das liegt oftmals nicht immer nur an dir alleine, sondern das stellt sich vielleicht auch ein, weil du es gerne anders gehabt hättest, weil du enttäuscht wurdest. Letzten Endes Kopf und Herz verbindet hier den Hafen sozusagen, ja, dein Anker, dein, du wirst dich hier zur Ruhe setzen können. Es wartet hier eine Phase auf dich, wo du endlich mal sagen kannst, schön, dass das kam, dass man mich davon unterrichtet, dass man mir zeigt mit Nachrichten, dass du wertvoll bist, dass sich hier irgendwas einstellt, irgendwelche Einladungen, irgendwelche Informationen, die dich hier weiterbringen und die dich völlig aufblühen lassen in dieser Blüte der Phase, ja. Und du wirst hier ein Gefühl der Sicherheit spüren. Du wirst zumindestens hier sagen, weil ihr wisst, ich mag das nicht mit Garantie alles, hier bleibe ich aber erstmal. Hier fühlt es sich gut an. Ich fühle mich endlich mal angekommen. Wenn du diesen Start mit der Energie oder mit der Erkenntnis der Störche hier machst, ja, oder durchziehst. Auch diese Wege, der Ring und der Anker. Hier stellt sich, ich wollte fast beinahe sagen leider, aber überhaupt nicht, ja. Hier stellt sich sichtbar eine Verbindung ein, die erstmal hält. Und der Rest ist entscheidend von deinem Verhalten und von dem Verhalten, der mit dieser Situation hier zu tun hat, ja, oder beruflich dann eben hier reinmischt, je nachdem, für was ihr jetzt hier guckt. Aber das ist hier ein Weg, der dich bindend verpflichtet, weil du es möchtest, ja. Du gehst hier eine Verbindung ein, das könnte was werden, das könnte halten, das wird halten. Und du wirst dich dort auch aufhalten, weil du dich dort sicher fühlst. Andersrum liegt der Ring auch genau mit dem Herzen. Du bist dir sicher, dass du hier zu jemandem eine Verbindung spürst und dort Nachrichten kommen, ja? Oder sich irgendwas entwickelt, was dich hier zeigen lässt, das ist eine Klarheit. Diese Nachrichten sind offen, ja? Die musst du nicht erst hinterfragen oder dem musst du nicht nachgehen, sondern diese Nachrichten werden dich empfangen. Das ist richtig schön. Aus dieser Verbindung entsteht diese Schönheit in dir. Du wirst hier nochmal komplett einen anderen Lebenswandel übernehmen, komplett, indem du hier in die Öffentlichkeit gehst und auch wirklich Kopf und Herz verbindest. Aber das wird sich erst einstellen, wenn du hier diesen Flug machst, ja, wenn du diesen Abflug machst, der dich dorthin bringt. Also schöner kann es überhaupt nicht sein mit den Karten, ja? Und was willst du wirklich? Genau das. Das ist das Entscheidende. Was willst du wirklich, ist das. Und das wird hier dazu kommen. Die Frage stellt sich nicht, ja? Genau das möchtest du und das wird passieren. Wir haben die Erfindung. Kreativitätsführer. Könnte auch mit den Lilien wunderschön zusammenpassen. Die Erfindung, in dem Wort steckt schon alles drin, ja. Die Erfindung wird schön, wird dich auszeichnen, da wirst du ein anderes Feeling erkennen. Die Erfindung liegt aber auch in der Findung, ja, in diesem Weg drin. Ich habe mich gefunden, ich werde mich finden, andere Menschen werden mich finden oder der spezielle Mensch findet mich wieder. Oder neu. Wir werden hier etwas erfinden, finden, wenn wir einen neuen Weg angehen, wenn wir mutig genug sind, diesen Weg einzuschlagen. Der Kreativitätsführer. Ganz neue Energien, die du überhaupt nicht für möglich gehalten hättest, ja? Vielleicht auch das, du wirst dir denken, so, ja, unvorstellbar, kann nicht auf mich zutreffen.
Und du wirst dich hier neu, hier passiert wirklich etwas ganz, ganz Neues. Die Erfindung und Entwicklung vielleicht von Kopf und Herz auch in Verbindung, ja? Nur das gibt dir die Sicherheit. Wenn nur Kopf funktioniert, dann bringt dir dein Herz auch nichts, ja? Für was fühlst du dann? Wenn nur das Herz fühlt und dein Kopf hier nicht mehr regieren kann, dann hast du die rosarote Brille auf. Dann läufst du wahrscheinlich ins Messer rein, ja? Wenn du nur nach Gefühl gehst, was du fühlst. Und du das Gefühl von anderen nicht zurückbekommst in Verstand, ja, dass dein Kopf wieder arbeiten kann. Also hier wird wirklich etwas neu erfunden, was Schönes hinterlassen, eine schöne Phase, ein schöner Weg wartet hier auf dich mit einer neu geschriebenen Führung, ja, von dir selbst, weil du das möchtest, weil du das zulässt. Oh, das finde ich aber schön. Das finde ich aber echt schön. So, jetzt bin ich noch mal so mutig und lege eine Hauptkacke. Na, ja, vielleicht macht euch noch mal frei. Dann fliegt sich das auch leichter. Eine Verbindungskarte generell zu dem ganzen Kartenblatt vom Tarot, ne, so eine Tageskarte. Und dann gucke ich, was passiert irdisch, ja? Bei der Stäbe, die Entscheidung, was willst du wirklich? Ich mache alleine Stopp vom Gefühl her, um im Unterdeck gleich zu gucken. Nichts mehr, was dich hier triggert. Niemand, auf den du mehr reinfällst. Jeder Mensch, der hier mit so einer Energie kommt, wo du nicht mehr ins Herz gucken darfst, ja? Den du beschütten musst mit Energien. Von so einem Menschen nimmst du derzeit Abstand. Das ist deine Entscheidung. Du gehst hier nicht mehr auf Energien ein, die dir irgendwas versprechen, aber nicht geben oder zeigen. Wo du das Gefühl hast, du kannst überhaupt nicht hinter die Fassade gucken. Du siehst nicht, wie dieser Mensch fühlt. Dieser Mensch hat auch ein Ego-Problem, sowas auch nicht mehr. Du willst hier nicht mehr der Nutzen von irgendeinem Bereich oder einer Person werden, sondern hast es satt von egozentrischen Leuten, von verdorbenen Menschen, die der Meinung sind, sie könnten mehr oder könnten Besseres oder wären besser als du. Alles, was hier mit reinspielt, alles, was dich übertönen möchte, ja, obwohl da nichts hintersteckt. Versaute Menschen könnte man sagen, ja, so Todenergien, die selber nicht wissen, was Gefühl, was Liebe bedeutet, die nur für sich die Zufuhr brauchen. Das ist das, was du auch zusätzlich nicht möchtest, ja. Das weißt du hier schon hundertprozentig. Diese Menschen wirst du ja aber nicht treffen. Da machst du einen großen Bogen rum, weil dein Herz und dein Kopf ja jetzt funktionieren und dich letzten Endes auch dahin bringen, was du die ganze Zeit vermisst hast, ja, diese Dauer von. Diese Ansässigkeit von Dauer, ja. Dieses hier lässt man mich ankommen. Hier musst du nicht kämpfen um dein Ankommen. Hier musst du nicht kämpfen um dein Recht auf, darf ich hier einen Platz haben, ja. Und zwei der Stäbe in der Entscheidung. Du wirst die Entscheidung nehmen. Du hast dafür auch die Kraft entwickelt zu lernen. Jetzt bist du mal dran mit Entscheiden, ja. Und du entscheidest auch, wann du fällst und loslässt. Aber das wird nicht mehr jemand machen. Weil wird auch nicht funktionieren, weil du bist hier der Storch, ja? Und du hast Gott sei Dank Flügel, du wirst also nicht fallen. Du wirst entscheiden, wann du Pausen brauchst und wann nicht, aber du wirst dir nicht mehr vorgeben lassen, wer über dich entscheidet, ja? Welchen Weg du hier gehst. Du gehst jetzt mal zum ersten Mal nach langer, langer Zeit den Weg, den du bestimmen möchtest, ja? Du bist wahrscheinlich viel zu oft wegen oder Wünschen oder aus Mitleid anderen Menschen gefolgt oder bist die Wege gelaufen, die du so überhaupt nicht wolltest, ja? Ich habe das Gefühl, so oft waren die Situationen schon da, wie sie hier gerade liegen, aber da ist immer jemand quer reingekommen, ja? Und hat dich nicht das letzten Endes weiterleben oder führen lassen, wie du es jetzt gerade für dich entscheiden sollst. Es kommt auf diese Menschen an, auf diese Energien, wo du vorher schon eigentlich ein gutes Gespür hättest haben müssen, dass diese Menschen für dich nicht richtig sind im Leben, ja, aber du wolltest hier irgendwie dich selbst prüfen,
Du bist oftmals die Herausforderung sehr stark angegangen. Ich probiere es trotzdem, ich gebe nicht auf, ich muss jedem eine Chance geben. Das hat dich aber oftmals hier das Genick gebrochen oder gekostet, ja? Hat dir das Genick gebrochen. Darauf lässt du dich hier nicht mehr ein, ja? Du willst auch nicht mehr hinter die Fassade gucken. Die Aufgabe des Ich verändere den Menschen nimmst du auch nicht mehr an, ja? Sobald sich so eine Energie einstellt, wo du nicht mehr fliegen kannst, wo die Leichtigkeit nicht mehr da ist, Finger weg. Vom Menschendreck. Finger weg vom Menschendreck. Oh, schön. Das freut mich voll. Ihr Lieben, danke für die Likes, für die Abos, für die Werbung, die mich hier erhält, damit man ein bisschen Ausschüttung kriegt am Ende des Monats. Für euch noch das dicke, fette Herz. Und Dankeschön fürs Zugucken. Bis morgen, wenn ihr wollt. Und bleibt schön gesund, das ist das Wichtigste, ja. Ohne Gesundheit, wisst ihr selber, man hat wahrscheinlich so viel mit seiner eigenen Gesundheit zu tun, dass man das immer zur Schwere macht, was eigentlich umgekehrt sein müsste, ja. Ihr Lieben, genießt die Zeit. Oh, der duftet so lecker. Tschüss. Ihr kriegt das gar nicht aus. Ich werde gar nicht essen mit meinen Keks in der Backe. Tschüss, ihr Süßen. Tja, jetzt müsst ihr mich 24 Stunden ertragen. Was machen wir jetzt? Krieg meine Backen nicht mehr auseinander. Was willst du wirklich? Ich will, dass das Ding ausgeht. Warum? Vorhin ging es doch. Ihr seht es in der Duallegung. Macht, was er will, ja? Dann heißt es bei mir, sei mal nicht so faul. Hör mal auf, hier deinen Willen durchzukriegen, sondern beweg mal deinen Arsch selber. Mein Arsch selber bewegen bedeutet, meinen Finger an die Linse zu stecken, ja? Tschüssi.